Das Kirchweihfest im Ramsau am Dachstein wird zum Lobe und zur Ehre Gottes gefeiert. Und es wird in Dankbarkeit all jener gedacht, die zum Gelingen dieses kirchlichen Bauwerkes beigetragen haben. Bei herrlichem Sonnenschein wird der Sonntag des Kirchweihfestes mit einem stimmungsvollen Gottesdienst begangen. Der Kirchenchor stimmt die Christen auf den Gottesdienst ein. Innerhalb der stimmungsvollen Predigt weist Pfarrerin Martina Ahornecker auf die Gnade Gottes und die Freiheit der bewussten Entscheidung zum Glauben hin. Ob Gott in deinem Leben eine Rolle spielt, ob er für dich wichtig ist, ob du mit ihm oder ohne ihn leben möchtest, das ist deine Entscheidung. Doch wählen müssen wir letztlich immer. Wir müssen uns alle permanent entscheiden. Es ist eben nicht mehr so wie früher, wo der Lebensweg eines Menschen vorgezeichnet war. Man kann Glauben nicht verordnen. Glauben ist immer Wirken Gottes, das wirkt Gott allein. Und ich glaube, das, was die Ramsau immer ausgezeichnet hat, wenn wir jetzt speziell vom Ort ausgehen, war die Hinwendung zum Wort Gottes, weil Gott sich durch sein Wort offenbart. Und ich denke, wir sind aber ein Stück weit schriftmüde geworden, also die persönliche Bibellese, das Lesen der Bibel, das hat sehr gelitten in der letzten Zeit. Und ich denke, da gibt es sehr viel zu entdecken, sehr viele Möglichkeiten, um dem lebendigen Gott auf die Spur zu kommen. Und da würde ich Mut machen. Der evangelische Pfarrer und Liedermacher Johannes Matthias Roth, seines Zeichens Urlaubsseelsorger und bekannter christlicher Liedermacher aus Deutschland, hielt den Kindergottesdienst ab und übte mit den Kindern ein wunderbares Lied ein, das den gläubigen Menschen am Ende des Gottesdienstes vorgetragen werden durfte. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, mit der Gemeinde, mit Erwachsenen, mit Kindern zu singen. Am besten Lieder, die in Hände und Füße gehen. Oft genug halten wir uns am Gesangbuch fest, aber der Körper will ja singen. Wenn ich von Afrika erzählen würde, von den tanzenden Menschen, den singenden Menschen, dann nehme ich auch diese Erfahrung gerne mit. Der machtvolle Dachstein bot die Kulisse für das auf den Gottesdienst folgende Fest im Kirchenhof. Ein köstliches Kuchenbuffet, die stimmungsvolle Musik der ehrenwerten Landpartie und Menschen, die sich im Sinne des Glaubens versammelten. Mich freut es einfach, dass ich mitarbeiten darf und die Wahl habe dazu auch, dass ich mich entschieden habe, dass ich mitarbeite in ihrer Gemeinde. Und dass man als Gemeinde ja jeder für sich auch wichtig ist. Die Bücherecke lud mit tollem Lesematerial zum Verweilen ein. Gemütliches Beisammensein und der gemeinsame Austausch bestimmten den schönen Vormittag am Kirchenhof. Großteils war es das christliche Elternhaus. Ich bin von klein auf damit aufgewachsen. Aber natürlich hat die Konfi da auch voll mitgeholfen und unser Jugendkreis eben, dass man da eine Gemeinschaft hat und dass man da eben zusammen im Glauben wachsen kann. Gerade in Ramsau am Dachstein sind die Themen des Glaubens aus der Historie heraus prägnant. Ein so schöner Ort der Begegnung im Glauben wie diese Kirche ist ein wichtiger Faktor für die Menschen einer Gemeinde. Die Ramsau hat einen besonderen Bezug zum Glauben. Ich glaube, das Toleranzpatent, was 500 Jahre Jubiläum voriges Jahr war und heuer 800 Jahre Diözese Graz-Eckau, ist was Besonderes. Vor allem die Ramsau als Ort der Kultur, als Ort der Begegnung und als Ort der Tradition ist es umso wichtiger, das immer noch zu leben. Das Glaubensbewusstsein und die Auseinandersetzung mit den jeweiligen Zugängen sind wichtige Bestandteile des Lebens. Die Gemeinde und die Kirchengemeinde in Ramsau am Dachstein leben den Glauben und die Gemeinschaft in einer Grundhaltung des Vertrauens zu Gott. Thank you.